Auch heute, 1,5 Jahrtausende nach dem Untergang Westroms, finden sich für einen Besucher noch Anknüpfungspunkte an die Antike. Nicht nur die steinernen Relikte der Vergangenheit sind zu sehen, sondern lebendige Hinterlassenschaften, die in einer Kontinuität zum Römischen Reich stehen. Es gibt zum Beispiel eine Institution, die die Zeiten des Weströmischen Reichs überlebt hat und bis heute besteht. Die katholische Kirche. Latein war die Sprache des Römischen Reichs und ist bis heute die offizielle Sprache des Vatikans. Das Kirchenrecht enthält Konzepte, die auf römischem Recht basieren. Und der Titel Pontifex Maximus für den Papst wurde ursprünglich für den höchsten Priester im antiken Rom verwendet. Wie wir sehen, geht das Erbe des Römischen Reichs weit über das Jahr 476 hinaus und lebt in vielen Aspekten unserer heutigen Gesellschaft fort.